Lassen wir den Schmetterlingen also ihre letzten Stunden und gucken zu diesen Tigern hier in ihren ersten Wochen. Aljoscha und Wolodja sind das zwei sibirische Tigerbrüder im Nürnberger Zoo. Und jetzt durften sie zum ersten Mal vor die Kameras. Was bitte ist denn hier los? Völlig erstaunt schauen Aljoscha und Wolodja auf die Zuschauer und in die Kameras. Es ist das erste Mal, dass die 2 Monate alten sibirischen Nachwuchstiger der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das ist ihr erster Wurf und sehr häufig bei Tigern ist es so, dass der erste Wurf nicht groß gezogen wird und dass das erst beim zweiten klappt. Schnell mal einen Happen Fleisch, dann aber ist Katinka wieder voll für die Kleinen da. 1,5 Stunden pro Tag darf das Publikum jetzt Babys bewundern. Keine Sorge, niemand tut dem Nachwuchs etwas, ganz im Gegenteil. Sie sind stark vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn gibt es da nur noch sehr wenig Exemplare. Tigerpapa Samur übrigens schert sich herzlich wenig um seine Familie. Das aber ist ganz normal und entspricht seiner Natur. Kinder großziehen ist bei Tigers nämlich alleine Frauensache. Tja, Samur, wenn du da nicht mal etwas Wunderbares verpasst. Ja, und damit Sie nichts Wunderbares verpassen, empfehle ich Ihnen, morgen wieder einzuschalten. Bis dahin finden Sie die neuesten Nachrichten jederzeit online unter heute.de. Schönen Donnerstag noch. Ciao.